Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Weiß 2 in der Giftlock Challenge. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben, mitten in der Wüste, auch ein bisschen Sand im Auge. Und haben uns zwei neue Pokémon gefangen. Oder? Zwei? Ja. Eins davon ist hier auch direkt schon im Team. Helga, unser Nidoran weiblich, unser hartes, was ich auf Level 25 trainiert habe und sich dementsprechend auch entwickelt hat. Und ja, noch nicht so die geilen Attacken erlernt hat, aber das wird schon. Außerdem haben wir noch ein Knospi gefangen, das allerdings noch auf der Box ist, denn ja, wir waren hier mitten stehen geblieben und ich hatte jetzt keinen Bock zurückzulaufen. Und ja, das Ziel des Parts ist es, die Wüste hier abzuschießen, also dieses Resort, und schon in die nächste Stadt einzudringen. Und ja, mal sehen, wie weit wir kommen. Und hoffentlich mal wieder ein Part, ohne wirkliche Verluste zu erleiden, wäre schön. Denn wir haben ja nur noch ein Pokémon auf der Box, stand jetzt, und sind ein bisschen angeschlagen. Und wir brauchen jetzt ein bisschen Pokémon, weil wir ja bald gegen unseren vermeintlich schwierigsten Gegner antreffen werden, und zwar unser Boden-Arena-Leiter, der ja der fünfte Arena-Leiter ist insgesamt, sprich der übernächste. Und deswegen müssen wir jetzt einfach mal hoffen, dass wir das gut überstehen. Das war schon mal knapp. Also, sportlich auf jeden Fall. Sehr sportlich. Aber ich habe auch keinen Switch in so einen Funkenflug. Bin ich ehrlich zu euch. Ich habe drei Feuerschwächen im Team, deswegen schwierig. Oder sind es drei? Ja, drei. Das Problem ist, wenn ich Knospi noch mit reinnehmen würde, wären es sogar vier. Also, wir brauchen irgendwas gegen Feuer-Pokémon und gegen Flug-Pokémon. Ich glaube, das ist so... Ja, Problem Nummer 1. Gegen Boden-Pokémon haben wir jetzt sogar, also mit Smile haben wir eins mit Schwebe, und ja, sonst haben wir noch ein Pflanzen-Pokémon, was einigermaßen gut dagegen aussieht. Aber das wird auf jeden Fall nicht einfach. Zumal wir auch noch den Hürdenmodus spielen, also es wird wirklich nicht einfach hier, diese Challenge hier zu schaffen. Stand jetzt bin ich sogar der Meinung, dass wir diese Challenge wahrscheinlich nicht komplett zu Ende schaffen werden. Denn... Ja, es ist halt einfach hart. Es ist halt einfach hart. Aber ich gebe mein Bestes. Ich würde natürlich nicht aufgeben. Auch wenn wir nur noch ein Pokémon hätten, würde ich nicht aufgeben wollen, denn... Aufgeben ist nie eine Lösung. Aufgeben ist nie eine Lösung. So, ich schmeiße hier mal das Item da an, damit wir noch ein paar versteckte Items finden können. Die wir vielleicht mal gebrauchen können, aber vielleicht auch nicht. Ja, Bronjuwel zum Beispiel weniger. Da haben wir den nächsten Trainer. Hier ist noch ein Pupo-Stück. Hey. Und hier haben wir den zweiten Trainer für den Part. Und zwar Rudolf, ja. Und da haben wir unser nächstes Boden-Pokémon, ne? Super. Aber ich glaube, wir haben mit Anubis da einen guten Lead gegen. Auch wenn er Bedroher hat, sollten wir schon schaffen. Hoffen wir es mal. Wenn du ein Käfer bist. Oh, ist guter Schaden. Ich muss sagen, ich bin mit Anubis eigentlich ganz zufrieden. Das muss ich halt einfach nur entwickeln. Wenn ich einen Piondragi habe, der böllert schon rein, der Junge. Der böllert richtig rein. Aber ich habe gerade jetzt, glaube ich, erst auf 40 oder so, ne? Das ist absolut geisteskrank ist. Das ist halt wirklich nicht geil. Aber was willst du tun? Was willst du tun? Ei. Level Cap ist ja 32. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Puffer. Ein bisschen viel Puffer. Und diesmal werde ich die auch trainieren, ja, nicht so wie das letzte Mal. Wo ich dann das Level in die Arena reingegangen bin und fast verkackt habe. Aber gut. So, ich hoffe, dass ich einen Käferbiss ausreicht für den Jungen. Nein, reicht nicht aus. Oh shit. Aber es ist physisch. Ja, okay. Das passt. Wenn er jetzt Psy-Schrei gekommen wäre, hätte ich, glaube ich, richtig Schiss bekommen.
Gibt's dann das auch so eine Attacke, die siehst du eigentlich gar nicht, oder? Das ist total weird, diese Animation von Giftzahn, irgendwie. Weiß ich nicht. Naja. Hier haben wir noch ein Nugget liegen. Wie auch immer das Nugget hier in die Wüste kommt. Vor allem, warum es hier so offen rumliegt. Kann glaube ich, keiner erklären. Geben wir mal einen Supertrank. Ja, also ich mag unser Team, außer vielleicht Peter, weil ich hasse Ariados. Ich mag Ariados gar nicht. Keine Ahnung warum. Nicht weil es schwach ist, sondern ich mag es einfach nicht. Aber sonst mag ich eigentlich unser Team von dem Pokémon her. Deswegen hoffen wir mal auch, dass es lange so zusammen bestehen bleibt. Beziehungsweise, das heißt lange, also dass es halt keiner stirbt, ne? Wahrscheinlich müssen wir so bald, wenn wir dann wieder ein bisschen mehr Pokémon vielleicht haben, rotieren, weil wir halt, wie gesagt, eine ordentliche Feuerschwäche haben, wir haben eine ordentliche Flugschwäche. Deswegen, also, abseits von den beiden normalen Schwächen, Boden und Psycho, ist er natürlich, die anderen Schwächen noch hartwürdig. So, Käferbiss macht wie viel? Guten Schaden. Schaufler. Ich will jetzt einfach mal, weil ich es einfach mal kann, in den Schaufler einfach mal ein Schwebe-Pokémon einsetzen. Und damit Giftschock trotzdem killen, auch wenn es resistet wird. Weil Apollo ist natürlich ein Biest im Spezialangriff. Ja. Apollo entwickelt sich dann übrigens Level 36 oder würde sich Level 36 entwickeln, denn es ist ja eigentlich eine Tauschentwicklung. Aber ich kann ja auf dem Emulator ja schlecht tauschen, deswegen ja, entwickelt sich der dann einfach auf Level 36. Das wäre ja dann kurz vor Level Cap der 5. Arena, also vor der Brunnen-Arena. Ich weiß nicht, was Level Cap 5. Arena ist, müsste ich jetzt nachschauen, aber ich glaube, da haben wir noch keinen Gengar, was schade ist, weil wäre natürlich nice, aber ja. Der kleine Krebs schon wieder hier. Der hat mir letztes Mal ordentliche Probleme gemacht in der Arena. Ja, bist du so einfach das Stärkste, was ich hier machen kann. Und wir finden schon immerhin. Ja, Nidorina ist noch kein Boden-Pokémon. Er ist Nidoqueen. Und Back-to-Back Flinch, nice. Erst Nidoqueen ist ein Boden-Pokémon. Ja, dafür brauchen wir einen Mondstein. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wo wir ihn finden können. Aber ich hoffe, dass es ziemlich bald ist. Der Nidoqueen wäre halt schon nice. Gerade für die nächste Arena. Aber ich glaube, vor der nächsten Arena finden wir keinen Mondstein. Sondern nur Purpurstücke. Du Miststück! So. Weiter mal da nochmal anmachen. Ist hier noch was? Ah, hier ist tatsächlich noch was. Ein Feuerstein finden wir hier. Ist der falsche Stein. Das ist der falsche Stein. Und noch ein Top-Etter. Bam. So, haben wir denn hier alles schon. Ist hier unten noch irgendwas? Ja, Schutz ist einfach mal weiter aktiv. Ja, da ist auch ein Item. Noch ein Grünstück, ja. Nehme ich mit, aber Indigo-Stück, ich glaube, die kann man irgendwo gegen diese Händler da eintauschen. Deswegen nehme ich die auf jeden Fall mal mit. Beziehungsweise deswegen habe ich auch das Item gerade an. Da ich weiß, dass es hier in der Wüste immer so viele Herzschuppen und ganze Stücke da gibt. Deswegen, ja. Passt das. Sand dann. Ja, Wüste ist natürlich voller Gefahren, voller Boden-Pokémon. Das ist natürlich ein bisschen doofe. Und Sandan, da haben wir auch schon schlechte Erfahrungen mit gemacht. Ich glaube, der kann nämlich auch nicht attacken. Deswegen gehe ich einfach raus auf Koffer. Kommt ein Sternstauer, ja. Der macht gar nichts. Die sind einfach tanky as fuck. Und natürlich müssen wir unseren ersten Rasierblatt. Man kennt ihn.
So ein Megasauger wäre halt geil. Das wäre halt echt nice. Oder wir critten das Ding einfach weg. Trotzdem wäre ein Megasauger trotzdem nice. Trotzdem, trotzdem. Ach ja, sei denn. Noch ein Indigo-Stück. Und irgendwann, wenn ich Pokémon Weiß oder wahrscheinlich dann Pokémon Schwarz spielen werde, wo ich dann, ja, 100% quasi spielen werde, werden wir alle Items, alle versteckten Items, wenn wir so abgrasen, Alter. Aber das kommt irgendwann mal später. Gerade sind wir ja dabei, Pokémon Mond komplett durchzuspielen, mit allem, was geht. Zwar in der Nuzlocke-Form, aber, ja. Weil halt normales Playthrough echt boring ist. Also das heißt boring, aber ja, wir spielen das halt in der Nuzlocke-Form. Und deswegen, ja, jetzt brauchen wir doch keinen Mondstein mehr. Ich habe gerade gelesen, dass Mondstein, ja, heute auch nicht mehr. Geil. Geil. Mehr kann ich dazu gerade einfach nicht sagen, außer geil. Ich glaube, ich muss dazu einfach nichts sagen. Ich glaube, Sandschaft hat nämlich, macht nämlich genau 4 KP Schaden. In dem Fall. Das kannst du halt niemandem erzählen. Das kannst du halt niemandem erzählen. Das so, was wieder passiert ist, ne? Es ist halt so typisch. Einfach Feuerschlag und weg. Das ist auch ein verstecktes Item. Das ist auch noch ein verstecktes Item. Das kannst du halt niemandem erzählen, ne? Boah, ich bin gerade so mad, ne? Ich bin gerade so mad. Wie viele Items sind denn hier? Ich hab die alle über nicht mehr. Alter, da habe ich aber noch nicht aktiviert gehabt. Okay. Ja, dann fahren wir mal zum Pokémon Center und holen uns Knospins Team. Och, Mann, ey. Ist das dumm. Ist das dumm. Ist das dumm. Ach ja, die Eier. Oh, auf die habe ich jetzt gar keinen Bock. Ich skippe die einfach weg. Oh mein Gott, ich speede. Ja, ich kann speeden. Ich bin ein Macher. Nein. Oh. Ja, Verpisst euch. Nochmal AA. Ich finde die echt ganz cool, ne? Und die werden wir auch, wenn ich mal Pokémon Schwarz 2 spielen sollte, werden wir die auch richtig nice mal uns angucken. Aber hier in der Challenge habe ich andere Probleme. Jetzt verpisst euch. Ich möchte einfach nur kurz ins Pokémon Center mein Pokémon beerdigen. Das Item holen wir uns gleich ab. Och Mann, ist das bitter. Ist das bitter. Nummer 5. Aus da rein. 5 Tode. Und ja. Jetzt haben wir hier noch ein Solo-Knospi. Na super. Wieder so ein richtiges Kackwesen. Innere Kraft ist okay. Ja. Nice, ne? Nehmen wir einfach mal mit ins Team.
Unsere vierte Feuerschwäche und unsere vierte Flugschwäche. Geil. Aber wir sind jetzt hier in der neuen Stadt und wir haben jetzt auch die Chance. Habe ich noch Pokebälle? Nur nochmal 10 Superbälle. Wir haben jetzt auf jeden Fall neue Encounter, die wir uns auch direkt erstmal holen werden. Gott, Alter. Deutsch ist irgendwie. Keine Ahnung. AFK gegangen oder so. Hier haben wir noch einen Donnerstein. Cool. Kann ich auch nicht gebrauchen. Denn wir können uns jetzt auf jeden Fall links einen Encounter holen. Links sogar zwei Encounter. Denn wir haben jetzt Zugriff auf die versteckten Lichtungen, die uns jetzt Bell nebenbei erklären wird. Und ich habe mir das so gedacht, dass ich für die erste versteckte Lichtung quasi einen Encounter für alle hole. Also jede weitere versteckte Lichtung ist dann kein Encounter mehr, weil wir eh nur noch so wenig Pokémon haben. Also Möglichkeiten haben. Deswegen holen wir uns für die erste versteckte Lichtung quasi den Encounter für alle versteckten Lichtungen. Ja? Und ja. Dann würde ich sagen, Bell, mach mal hin. Bam, bam, badam, bam, 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 badam. Bro, bist du blind, Alter? Ich finde übrigens die versteckten Lichtungen eigentlich auch eine coole Neuerung in dem Spiel damals gewesen. Das war ja so das Ziel davon, dass man die versteckten Fähigkeiten der Pokémon quasi einführt. Durch also die Dream World damals. Was echt nice war. Und dieses Picochilla hier hat nämlich seine versteckte Fähigkeit Wertelink. Womit es mit Multi-Hit-Attacken immer fünfmal trifft. Was eigentlich ganz cool ist. Und ich liebe Picochilla. Picochilla ist ein Meisterwerk. Also das heißt Meisterwerk. Aber es ist einfach nur süß. Gut, ich muss ganz kurz das vorbereiten aus Screen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier habt ihr nochmal die Liste. Wie gesagt, die haben ja schon sehr viel davon auch schon. Also was heißt sehr viel? Ich glaube. Warte mal, wir haben 6 Pokémon. 11 Pokémon sind davon schon weg. Sprich, es bleiben noch 14. Glaube ich zumindest, dass es 11 sind. Also 6 haben wir im Team, 5 sind gestorben, also dürften es 11 sein, wenn ich nicht allzu kacke Mathe bin. Und das heißt, ja, wir gehen auf den Number Generator, dann gehen wir hier ein 1 bis 25, drücken auf Generieren und dabei kommt die 18 raus. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Was ist die 18? Die 18 ist ein Vipitis. Oh, das ist natürlich interessant. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn wir einen Vipitis haben. Aber allerdings müssen wir das Vipitis halt draußen fangen, weil das anscheinend in der Lichtung nicht so ganz funktioniert. Aber ist ja egal, das zählt quasi für die versteckte Lichtung. Also dieses Vipitis ist quasi der Satz für Picochilla. Und dann fangen wir hier auch verrückt gleich nochmal ein separates Pokémon. Vipitis, Alter, ist in dem Fall gut, da es halt ein Basis-Pokémon ist. Das heißt, es ist zu diesem Zeitpunkt des Spiels kein schlechtes Pokémon. Es kann auch Giftschweif, was ganz gut ist. Ich weiß nicht, was es noch hat. Ah, Alter. Das war ein Crit. Ich weiß nicht, was es noch alles kann, aber das sehen wir ja dann, wenn wir es gefangen haben. Ich denke, meine Rückkehr wird es locker überleben. Es kann auf jeden Fall auch Giftblick, was ich auch nice finde, zu paralysieren. Boah. Ist doch mehr Schaden, als ich gedacht habe, tatsächlich. Bin ich überrascht von Peter. Der nochmal einen Schattenschuss raushaut. Da haben wir ein bisschen zum Schwächen. Ja, Giftschock juckt mich eigentlich eher weniger. Hier nochmal Überreste. Passt eigentlich, dann werfen wir mal. Was passt denn so gut zu Vipitis? Von dem Benny, wir haben eigentlich eher weniger was. Komm, werfen wir einen Superball. Ist zwar nicht ganz blau, aber so ein bisschen zumindest. Will auch nicht drin bleiben. Zum Glück haben wir die Überreste. Na komm, bleib drin. Bleib einfach drin. Okay, noch nicht. Ja, wackelt das nicht mal einmal, ne? Finde ich schon frech. Das finde ich schon schräg.
Schrech? Frech. Na komm. Du willst doch auch in meinem Team sein, ne? Du willst doch auch. Irgendwie hat's keinen Bock. Irgendwie hat's keinen Bock. Dann vielleicht ein anderer Ball. Können wir mal einen normalen Pokéball werfen? Vielleicht magst du die Farbe blau nicht. Naja, immerhin dreimal gewackelt. Immerhin dreimal gewackelt. Aber ich glaube, ich sollte jetzt lieber mal auswechseln, weil meine Verteidigung ziemlich im Arsch ist. Jetzt wäre ich fast auf Flucht gedrückt. Das wäre natürlich super fail gewesen. Vielleicht können wir ihn ja auch paralysieren mit Stachelspore. Nee, Schlagbruder haben wir. Stimmt, wir können ihn einschläfern mit Schlagbruder. Das ist eine gute Idee. Dann bleibt es vielleicht auch drin. Ah, komm. Du willst es doch auch. Du willst doch der Held an Nasrock werden. Gucke mal. Man muss einfach nur ein bisschen mit den Leuten reden, ja, und dann passt das. 187 Pokédex-Nummer. Beste. Ach, schön. Ist das schön. Ich habe auch schon einen Namen für dich. Moment. Ich muss mal ganz meinen Controller hier mal anschließen. Da habt ihr wunderschöne Musik hier. Ist zwar weiblich, aber ich glaube, das ist egal. Denn, ja. Heutzutage ist es ja egal. Es gibt ja 230 Geschlechter oder so. Deswegen, ich hoffe, der liebe Enderlux nimmt das nicht persönlich, dass er weiblich ist. Ich finde, Vipitis ist aber ein cooles Pokémon, also. Kannst dich geehrt fühlen. Und natürlich, Grüße geht raus an dich, ja. Sehr netter Abonnent, der fleißig Kommentare schreibt und, ja. Auch momentan in den Streams dabei ist, was ich auch sehr schön finde. Und allgemein nochmal ein dickes Dankeschön an alles. Auch momentan kommen ja sehr, ja, unregelmäßig Videos. Einfach zeitlich gegründet. Zeitlich gesehen. Und, also die Wesen in dieser Nasrock sind echt scheiße. Was soll ich mit einem scheuen Vipitis? Muss ich ja so Mix. Ah, ich kann es jetzt zwar Mix spielen, aber naja, weiß jetzt nicht, ja. Giftschock ist sogar stärker als Giftschweif, weil es speziell ist und weil, ja. Ja. Naja. Ich würde Vipitis aber auch direkt mitnehmen. Für Knospi erstmal. Ich würde Knospi nur benutzen wollen, wenn ich wirklich Roserade habe. Weil dann ist es auch stark. Deswegen nehme ich dann lieber erstmal Vipitis mit. Genau, ich nehme das hier nochmal, um das nochmal von ihm zu korrigieren, an einem Sonntag auf, ja, 15 Uhr, seht ihr auch gerade. 15 Uhr und deswegen, ja. Nee, das wollte ich nicht machen. Ja, wir fangen uns erstmal noch die anderen beiden, an den drei Pokémon, die wir noch fangen können, ja. Wird der Part, glaube ich, ein bisschen länger, aber damit ich bis zur nächsten Folge zumindest ein Team bauen kann, was ich alles mit reinnehmen kann. Ich meine, wir haben jetzt noch ein Pokémon weniger, weil wir noch ein Pokémon gerade verloren haben. Aber an diesem Gras hier können wir uns jetzt noch ein Pokémon fangen. Und dann würde ich sagen, machen wir die Liste wieder auf. Ist sie denn? So, Liste ist aufgemacht. Dann switchen wir wieder zum Random Number Generator. Hast du irgendwas geklickt, oder? Nee, habe ich doch nicht geklickt. Gehen auf Generieren. Und die 24 hatten wir schon, oder? Haben wir die 24 schon? Ja, die 24 haben wir schon. Sprich, die fällt raus. Dann nochmal. Die 16. Haben wir die 16 schon gehabt? Pudox. Ach du heilige Scheiße. Na gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir Pudox haben. Yay, Pudox. Ich bin kein Pudox-Fan. Ich mag Pudox nicht. Keine Ahnung.
Ist, glaube ich, eins, wenn der, wenn nicht sogar das unbeliebteste Käfer-Anfangsmon. Aber wobei ich das aus der vierten, aus der sechsten Gen auch nicht so mag. Aber ja, wir nehmen Pudox mit. Wie gesagt, in der Challenge können wir, glaube ich, jeden Pokémon-Encounter benötigen, den es gibt. Auch wenn es so zum Opfern ist. Oh, wie gesagt, auch wenn ich kein großer Fan von Pudox bin. Aber wie gesagt, wir nehmen, was wir kriegen können. Und jetzt nerv mich nicht mit deinem dummen Schutzschild, ne? Ganz ehrlich, fuck mich nicht ab. Geh mir nicht auf den Piss. Ja, Windschuss kann's auf jeden Fall. Und Schutzschild kann's. Ich hoffe, das Ding kann Giftschock. Wenn nicht, bist du ein Lappen. Ah, wir hätten ein Netzball werfen können. Übrigens unsere nächste Feuerschwäche und unsere nächste Flugschwäche, also. Ja. Es wird nicht einfacher. Und ich glaube, die Arena hatte so einen Molga gehabt, ne? Daran kann ich mich auch noch erinnern. Komm, Netzball. Da bleibt doch drin. Wow. Wow. Nenn ich dich. Giftmotte. Wie nenne ich dich? Wie nenne ich dich? Wie nenne ich dich? Ich nenne dich Ira. Zack. Box 1, ja. Können wir uns ja mal anschauen. Und dann haben wir immer noch zwei Encounter auf der rechten Seite, die wir uns auch noch beide in den Part holen werden. Ja, der Part wird wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber dafür war auch alles dabei, ja. Spannung, Tod und neue Encounter. Yay. Yay, yay, yay. Bitte heilen Sie meine Pokémon. Vielleicht doch nochmal ein paar Bälle holen zur Not. Ich kann mir halt leider keine Flop-Bälle holen. Was halt nice wäre. Ich habe halt nur so Shit-Bälle. Aber, ja. Ein sachtes Wesen, was wieder scheiße ist. Es ist halt wieder scheiße. Ganz ehrlich, es ist halt wieder scheiße. Und es hat Putabwehr. Ja, das Ding wird wahrscheinlich auch nur auf der Box vergammeln und wirklich nur benutzen, wenn ich es wirklich, wirklich keine andere mehr habe. Keine andere Möglichkeit mehr habe. Na gut, dann fahren wir nochmal nach rechts zum Hain der Täuschung, glaube ich, heißt der. Beziehungsweise erstmal zu der Route davor und dann zum Hain der Täuschung. Du gibst mir auf jeden Fall noch ein Item, das weiß ich auch noch. Macho Band, danke. Brauche ich jetzt zwar nicht, aber nehme ich mit. So, Trainer erstmal ein bisschen ausweichen. Könnte natürlich auch ins doppelte Gras gehen, bevor das uns nichts bringt. Also, wir gehen jetzt hier ins Gras rein. Beziehungsweise gucken erstmal, was wir für eine Nummer haben. So, wir gehen mal zack, zack. Und dann einmal zum Dings wieder generieren. 22 haben wir. Was ist denn 22? Ein Glibunkel. Und ich liebe Glibunkel. Beziehungsweise deren Weiterentwicklung. Toxiquack. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn wir Toxiquack haben. Beziehungsweise Glibunkel haben. So, Glibunkel ist eingeloggt. Und ja, da ist es auch. Unser kleines süßes Glibunkel. Ich hoffe, es hat vielleicht Trockenheit. Das wäre nice. Eine Wasserimmunität. Aber natürlich kann ich es nicht beeinflussen. Weil ich auch echt nicht weiß, ob Trockenheit die versteckte Fähigkeit ist. Oder nicht. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass es eine gute Fähigkeit hat. Vielleicht auch mal ein gutes Wesen. Das wäre nice. Boah, das wäre echt nice. Weil die Wesen aktuell sind halt echt shit. Die Wesen sind wirklich shit. Immerhin bleibt es direkt drin. Schon mal sympathisch auf jeden Fall. Wie nenne ich den denn?
Wie nenne ich den denn? Nenn ihn einfach Kalle. Ich finde, Kalle passt zu dem. Kalle. Ja, Kalle ist jetzt in der Box. Gucken wir uns den eben an oder gucken wir... Nee. Obwohl, doch, nee. Ach, weißt du was? Wir holen uns erstmal den Encounter da oben und dann gucken wir uns auch die beiden an. Also das Glibunkel und dann das, was wir noch gleich fangen werden. Ich hoffe jetzt, dass ich jetzt nicht in den Trainer da oben reinfahre, deswegen steige ich mal lieber auf dem Fahrrad ab. Dreh dich um. Dreh dich um. Du bist so ein kleiner... Jetzt hier eine Beleidigung bitte einfügen, danke. Digga. Ewald, Alter. Weißt du auch selbst, ne? Boah, Level 27. Auf jeden Fall muss ich dann noch eine Runde trainieren gehen. Auf jeden Fall muss ich danach eine Runde trainieren gehen, Alter. Superzahn, dein Ernst? Wie eklig willst du denn sein, Alter? Das ist nicht gut. Der hat auch safe Knirscher oder sowas, ne? Kann ich auch nicht in meinen Geist-Pokémon rausgehen. Genau, raus, Anubis. Anubis hat gute physische Verteidigung. Oh Gott, nochmal Superzahn. Kleiner Bastard, Alter. Komm, gibt's dann. Flinch? Och nein. Die sind im Speed-Teil, im Ernst? Warum sind wir denn im Speed-Teil? Okay, nice, wir kommen durch. Maybe die Vergiftung? Nicht gut. Gehen wir mal raus in Stinky. Mit vereinten Kräften schaffen wir das. Auch wenn es weh tut. Aber Zertrümmerer dürfte jetzt auf jeden Fall ausreichen. Nice. Sehr schön. Ja, können wir nochmal eine Runde heilen gehen für alle. Jetzt kann man immer zurückzulaufen. Und dann fangen wir uns gleich unser letztes Pokémon. Und ich hoffe wirklich, dass es ein gutes sein wird. Nochmal. Nehme ich hier im Heim der Täuschung. Ja, was hoffe ich auf ein gutes Pokémon? Ich würde sagen, wir switchen direkt zum Random Number Generator. Ging auf Generieren. Und es ist die 15. Was ist denn die 15? Ich habe keine Ahnung, was die 15 ist, aber wir werden gleich sehen, was die 15 ist. Die 15 ist... Beidefisch. Beidefisch haben wir schon. Okay, dann nochmal. Die 2 hatten wir, glaube ich, auch schon, oder? Oh, nee, hat man noch nicht. Horndew. Okay, dann wird's Horndew. Interessant. Leider noch kein starkes Horndew, weil wir noch kein Bieber machen können. Aber, ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich Horndew hab. So. Horndew ist eingeloggt. Horndew kommt jetzt auch gleich. Beziehungsweise kommt jetzt. Wie gesagt, Bibor ist halt shit, weil Bibor ist halt noch nicht gut ist. Was? Über shit, weil es Bibor nicht gut ist, genau. Weil, ne? Und so. Aber man arbeitet mit dem, was man hat. Käferbiss kannst du auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz gut. Das ist wirklich schon mal ganz gut, ja. Komm, Nestball passt, finde ich, zum Bibor. Ohne Bibor jetzt beleidigen zu wollen. Wie gesagt, Mega Bibor ist mega strong. Aber das normale Bibor, Raupe. Wow. Raupe. Ja. Ist Willi. Ist einfach Willi mit Y, nicht mit I, auch wenn ich es mit I ja nicht schreiben hätte wollen, aber ich habe jetzt mit Y geschrieben. Ist ja auch egal. So, ich habe jetzt einen Schutz rein. Ich habe keinen Bock jetzt hier nochmal auf ein wildes Pokémon. Gehen dann schnell nochmal zum
Pokémon Center, damit wir uns auch mal die Pokémon anschauen können. Am besten in keinen Trainer reinlaufen. Perfekt. Und dann beenden wir diesen, ja doch. Wie lange geht der Part jetzt? Also, ich habe jetzt eine Rohaufnahme von 40 Minuten. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich rauscutten muss, aber ich glaube 35 Minuten ist auf jeden Fall der Part lang. Das ist... Ja, schöner Part, würde ich auch mal sagen. Nochmal heilen. Ich hoffe wirklich auf gute Wesen und Fähigkeiten bei den Pokémon. Kein mäßiges Wesen auf Bibo und auch kein mäßiges Wesen auf Toxicroak, bitte. Danke. Und Vorahnung hast du. Freches Wesen. Aber ist okay. Du hast neutrales Wesen, was auch ganz okay ist. Okay, dann würde ich sagen, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne positive Bewertung da. Abo, aktiviert die Glocke, Like, Kommentar, whatever. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Haut da rein. Und ciao.